Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Witcher 3. So, in der letzten Folge sind wir ja hier bei Triss ihrem Häuschen angekommen. Und warum ist hier noch? Hier ist nichts drin, nee. Das wird mir nur angezeigt, ja, das ist klar. So, dann gucken wir mal in Haus. Was wir hier so alles finden. Kräuter, Wurzeln, ist Triss jetzt Heilerin? Wir werden es rausfinden. So, mein Abend mit einem Vampir. Oh, da haben wir noch ein Buch gefunden. Die Sphärenkonjunktion. Bürste. So eine habe ich nur Triss benutzen sehen. Ja, ist ja ihr Haus, ne? Ist ja nicht, hier schon mal hatten. Hier ist weiter nichts. Wie das hier aussieht, ey. Amulette, die Magie abgeben, müssen Triss gehören, wegen ihrer Trankallergie. Ja, die verträgt ja keine Tränke. Hexerzeichen. So, auf der Etage haben wir nichts mehr. Und ein paar Knödel. Die Aufgabe machen wir auch noch. Von Schwertern und Knödeln. Ich mache jetzt erstmal. Hexer, nicht ganz die Teufel, für die man sie hält. Rose der Erinnerung. Die Rose der Erinnerung, ganz vertrocknet. Das ist denn die Rose der Erinnerung? Hexerzeichen? Das ist dasselbe wie vorhin, ne? So, was haben wir hier noch? Klamottens. Von Triss. Gar nicht ihre Art, sie einfach auf den Boden zu werfen. Naja, wir gehen erstmal davon aus, dass die Herren gekommen sind und hier gesucht haben. So sieht's doch mal aus. Die wissen doch, dass sie eine. Gut. Dass sie eine Hexe ist. Suche am Marktplatz nach Dieben und folge ihnen. Sprich mit den Bettlern über den Bettlerkönig. Na gut. Verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck. Ich wurde ausgeraubt. Dieb! Räufen nimmt einen Teil. Hacker nimmt einen Teil. Ein ganzer Tag verschwendet. Und dann? Eine beliebig hohe Abgabe an Redanien oder Exil? So, ich nehme erstmal die Tür auf. Ja? Achso, ich muss ja hier auch nochmal raufdrücken, wa? Spukhaus. Monster in Ochsenfurt. Ochsenfurt ist so weit weg. Monster in den Scherben. Auf dem Zaun hinterm Hof hockt der Hahn und kräht. Ich komm zu dir, mein hübsches Ding, sobald es eben geht.
Na, geh mal rein, ja. Das kann nicht sein. Weißes Haar, gelbe Augen, narbiges Gesicht. Genau wie er gesagt hat. Wer? Gerald von Riva, auch der Weiße Wolf genannt? Der Schlechter von Blaviken? Gerald von Riva reicht. Was ist denn? Vor Jahren kam ein Mann zu mir. Er bezahlte, damit ich ein Buch für dich aufbewahre. Er meinte, du würdest es eines Tages abholen. Wer war das? Er hat seinen Namen nicht genannt. Aber das Buch hat einen roten Einband. Das weiß ich noch. Ich habe es sicher nicht verkauft. Na schön. Mal sehen, ob ich's finde. Und vielleicht wirfst du dabei einen Blick auf die anderen Bücher. Ich sehe mir gerne an, was du noch hast. Da irgendwas mit bei, was ich gebrauchen kann? Nö. Das sieht ja hier fesch aus. Teil Zusatzinformationen. Das habe ich noch nicht. Auch nicht. Ach Gott, dann bin ich ja arm. Kann ich den hier irgendwas verkaufen? So? Ich hab eine ganze Menge. Was ist denn hier mit dem Plunder hier? Ja, hau weg den Scheiß. 7. Mehr nicht? Zenoglas, Talisman. Vero. Plunder. Hier. Auch kein Mensch hier, das war auch kein Mensch. Puppe. Oh, mein, gibt es für zwei Weste vielleicht noch was. Oh, hier, Wolfsfell. Das bringt ja eine Menge Geld hier. Was ist denn das hier überhaupt? Hier eine Kerze. Hau weg die scheiße Rehhaut. Das bringt nichts. Die Fälle hier sehen eigentlich in Süd aus, ja. Bringen hier so eine Leitern. Auch einen Haufen Kohle. Na, 14. Was willst du damit? Machen wir mal weg hier den Mist hier. Aber so können wir uns wenigstens ein paar Bücher leisten. Ich habe auch gut Geld, ja. Ja. War doch klar, dass sie das alles mal auszahlt hier, diese Tänzeklaue. Ein Zarschädel, wisst ihr, und ein bisschen da bloß. So, was haben wir jetzt hier oben noch? Gucken wir mal. Das will ich noch behalten. Das wäre irgendwann eine Quest hier. Das können wir verscherbeln. Muschel können wir verscherbeln. Und das auch. Oh, guck mal hier. Der nimmt doch sowas hier. Trophäen. So, jetzt gucken wir nochmal hier in seine Bücher. Das
Kennen wir schon, das kennen wir auch schon. Kennen wir schon, das schauen wir nicht. Kennen wir auch schon. Ich hoffe, da war jetzt ein doppelt bei. Hab ich jetzt ja nicht drauf geachtet. Scheiße. So. So, hier können wir ja nochmal. Na, viel ist ja jetzt noch nicht damit drin gekommen, oder? Ja, doch ein bisschen was. Quest, ein alter Freund. Sind ja schon. Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizenden Metze, mit humorvollen Gravuren. Das war wohl jetzt nicht, wa? Aber ihr könnt euch das mal gerne durchlesen. Die Behandlung von Furunkeln mit Hilfe von Wundätzung. Eine Studie. Da, falls ihr Furunkeln habt, habt ihr jetzt hier. Ja. Könnt ihr da mal gucken. Mein Manifest. Das muss es sein. Zwischen den Seiten liegt ein Brief. So. Dann gucken wir gleich nach dem Brief. Brief von A. Hexa. Na, den haben wir ja gerade gelesen. Na, nun los. Komm noch mal. Kronen gibt es doch noch mal. So, Moribundia, das letzte Ebenbild des Vampirs. Da haben wir auch noch was. Tyromantie oder die vornehme Art der Wahrsagung mit Hilfe von Käse. Ach du Scheiße. Ich habe noch Käse im Kühlschrank. Vielleicht kann ich daraus... aus den Käsescheiben in die Zukunft legen. So. Interesse an Büchern? Belesen siehst du zwar nicht aus, aber wir haben auch Bilderbücher. Karten spielen? Wollen wir doch schnell eine Runde Karten spielen? Ach komm. Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Wir gucken mal, was wir machen können. Habe ich jetzt hier eigentlich schon wieder irgendwas Besseres gekriegt? Nee. Was habe ich denn hier eigentlich? Ich habe hier... Packen wir hier die... Das will mal sehen hier. Ja, viel ist es nicht. Winter. Es
Squirtle haben wir nicht so viel. Stärke der Einheitenkarten 109, 35, 0. Oh, hier haben wir Imlerit. Aber hier ist auch der Sp 22 Monster haben wir ja auch nicht. Nehmen wir von jenen hier eben mit hier. Hier haben wir 70. Warte mal, bei dem Monster haben wir. Nichts gehört, bei dem Monster haben wir eh einen Helden. Wir haben doch ja keine Helden. So, gutes Wetter hau ich mal weg. Das sieht schon mal gut aus. Schwerttechnisch. Okay, haben wir hier noch irgendwie einen Bogenschützen oder so? Hier haben wir noch einen Bogenschützen, aber er hat 5. Nehmen wir den weg. Naja, haben wir. Ah, der Skoyatel. Scheiße. Eine Wetterkarte wäre nicht schlecht. Machen wir das mal anders. Der Gegner passt. Scheiße. Der soll da nicht so früh passen. Nehmen wir die Runde auf. Wir können ja mit ihr das wiederholen. Achso. Ach, guck mal, wir haben Kira Merz. Oder Metz. Metz war sie, ne? Kira. Der Gegner passt. Ja, gut. Kann er ja. Shit. Tjo, jetzt kriegen wir noch eine Karte dazu. Dann sind wir wieder 8-8. Aber mich stört das ein bisschen, dass der so extremst. So, dann hauen wir die Finte gleich noch aus. Klirrende Kälte, okay. Soll er machen. Soll er machen, ist mir erstmal egal. Ich hab ja noch meine Schlüsselkarte da. Ich glaube, das schaffe ich nicht.
holt sie dann noch eine. Wir gucken, wie viel ich da oben habe. Da waren 20, 20, okay. Kommt die noch ein Heiler raus? Ach du Scheiße. So, jetzt kommt drauf an. Jawohl, Alter. Sehr schön. Ich meine, ja klar, was sonst? Krabbenspinnen-Ungetüm. Na, tolle Wurst. Krabbenspinnen. Klingt nach Monster. So, Freunde. Wir müssen jetzt aber noch den Bettler suchen. Queste. Hauptqueste. So, was sollen wir jetzt hier machen? Hast du diese armen Wichte gesehen, die aus Velen geflohen sind? Hier ist ein Bettler. Almosen für die Armen. Habt Mitleid mit meinem Elend, gute Leute. Helft einem vom Pech Verkrüppelten. Es heißt, in Novigrad sei nichts umsonst. Wieder einer, der lauter Fragen hat. Wieso haltet ihr uns Bettler für allwissend? Ich muss diesen und jenen sprechen. Wer hat meinen Bruder ausgeraubt? Weiß ich doch nicht. Es gibt einen Ort in Novigrad, der die stinkende Hecke genannt wird. Ja, klar. Novigrad ist voller Winkel mit komischen Namen. Wenn du eine Stadttour machen willst, kauf dir eine Karte. Ich hörte, Leute wie du gehen da häufig hin. Und ich hörte, man hätte dir Pferdeäpfel serviert und du hättest sie verputzt. Na, nichts für ungut. Geh hin in Frieden. Gebummelt wird nicht. Warte mal hier drüben. Muss noch irgendwo einer sein. Erst habe ich's für einen Witz gehabt. Hauptstadt. Aber dann hat mir dieser Co. Hilf einem Veteranen des Kampfs gegen die Schwarzen. Wo hast du gekämpft? Zuerst den Angren. Zuletzt den Zidaris an den Gestaden des Ponta. Hilfst du mir? Hier. Jetzt hilf du mir. Ich suche eine Gasse, die stinkende Hecke genannt wird. Es ist wichtig. Ich kenne keine Hecke, weder stinkend noch gepflegt. Hab kein Interesse am Gartenbau. Es ist wichtig. Ich weiß es nicht. Almosen für die Armen. Lass mir Blut aus den Ohren, Karl. Kann er nicht hier mit das erste wer ist das, Axi? Weitergehen! Wo ist der Bettler? Ach, da. Almosen für die Armen? Bist du lahm? Aber nein, meinen Beinen geht's prima. Und meine Arme, schau, wie Windmühlenflügel. Da, siehst du, wie ich sie schwinge? Guck doch, schau nur. Und mein Kopf, völlig benebelt. Ist dein Kopf schon lange benebelt? Seit Mutter mir das Leben schenkte. Hier ist er benebelt. Da, ich zeig's mit dem Finger. Siehst du, wie ich es dir zeige? Gesund wie ein Pferd, soweit ich sehen kann. Mich haben Priester, Ärzte und Kräuterkundler untersucht. Alle sagen, dass ich verwirrt bin. Tja, die irren sich. Ist doch auch egal. Die Leute sind großzügig zu mir. Sie mögen es, wenn ich zeige. So, hier, da. Du bist glücklich. Darauf kommt es an. Oh ja. Besonders, wenn man mich nach dem Weg fragt. Dann kann ich nämlich zeigen. Da, dort, ah! In der Stadt kenne ich mich nämlich aus. Und ob... Dann weißt du auch, wo die stinkende Hecke ist, oder? Na sicher, da wohne ich. Über den, drüben, da, lang, end dort. Lang, end dort, wo ist das? In Spitzenhall.
Da ist diese Gasse hinter einem Tor. Stinkt nicht, auch keine Hecke. Trottel nennen sie so, aber ich weiß es besser. Und kann da jeder hingehen? Klar, wenn er nicht vergisst zu sagen, alte Sau hat geferkelt, dann lassen sie ihn nicht rein. Aber es ist ja ganz einfach, das zu sagen. Hör her, alte Sau hat geferkelt. Siehst du? Danke für deine Hilfe. Hey, weg hier. Nee, da lang. Hey, weg hier. Oh, na schön. Warum? Na, weil ich's kann. Halt, hier ist noch irgendwo ein Händler. Weißt du, was sie abends vor uns zu Bett mit der Niedergang der Zivilisation? Nicht Milch, sondern Licht aus einem Zauber. Ach, das ist hier alle. Das ewige Feuer beschützt uns. Vivaldi. Und vertreibt die Monster. Okay. War der da? Ja. Hast du zuletzt bei siehst mir äußerst verdächtig aus. Ah, war ja, sehr verdächtig. Die mir dreckiges Fistchen an. Chefchen, ich hab da gerade zwei Verdächtige rumlungern sehen. Für die Armen. Oder hier reinkommen sehen. Ich muss pissen wie ein Stier. Na, mache doch, Mensch. Es sind harte Zeiten. Deshalb frage ich, ob ich zum halben Preis. Du kommst mir bekannt vor. Zum halben Preis zieh ich mich nur halb aus. Aber weil du ein Stammgast bist, Noten. Dann wähle ich die vordere. Aufmachen. Wer bist du und was willst du? Ich sehe mir die Stadt an und bin neugierig, was hinter diesem Tor ist. Mein Schwager war neugierig. Sieht die Blümchen seit 5 Jahren von unten. Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Wie man es macht, macht man es falsch. Fischers Fritz fischt frische Fische. Alte Sau hat geferkelt. Willkommen in der Hecke, Bruder. Sehr schön. Da fragt man sich doch, warum die Wache hier nicht rankommt. Hm? So, und zeig mal dein Angebot. Was hast du anzubieten? Paar Karten oder sowas? Nee, hat er nicht. Naja, hier mit eure Zusatzinformationen. Marsch. Du kannst mir mal mein Zeugs hier abkaufen. Brauche ich nämlich nicht mehr. So, warte mal hier. Kann weg. Kann weg. Warte mal, Stiefel. Plus 2. Scheiße, aber drauf auf die 2. Kann weg. Und das kann auch weg. Gut. Na komm. Ich will Karten spielen. So, habe ich hier noch irgendwas jetzt dazu gekriegt? Nee. Da muss ich mit dem auskommen, was ich habe. Wir könnten aber trotzdem noch eine Finte mit dran nehmen, oder? Wie viel Finden braucht man? Gucken wir mal. So, was hat er? Monster, extrem dicht an Fernkampfkarten. Die lassen wir. So, nehmen wir dafür unsere Fernkampf raus, oder was? Gut, dass wir den hier wechseln. Gut, dann haben wir so ähnlich gekriegt.
Ein Vierer gegen Zweier. Ein Sechser gegen Vierer. Tolle Wurst. Ich hätte vielleicht eh eine Finte wegschmeißen sollen. Scheiße. Gut. Fangen wir mit dem hier an. Scheiße. Mach ich denn jetzt so? Die Runde gewinnen. Dann gucken wir mal, wa? Oh Gott, ey. Die hat mir jetzt noch gefehlt. Scheiße. Wir machen erstmal den. Der wird da alles nach vorne packen. Ach, das sind ja auch Monster. Verlieren wir. Scheiße, wir verlieren. Ja, jetzt schon 52. Ach, verdammt. Nee, doch. Monster waren ja Schwerter auf Nahkampf. Ach, das ist natürlich Mist. Und ich hab nichts dabei. Ah, fuck. Hoffen. Oh, er bringt schon Wetterkarten. Okay, wir könnten vielleicht noch Glück haben, dass wir gewinnen. Wir haben ja immerhin noch einen Tröten-Aujus. Oh Gott. Ja, gut. So, der ist jetzt fertig. Dann bringen wir alles raus und gucken, was passiert. Ich müsste aber... So, jetzt der Doppelte. Jawohl. Alter Falter. Monster, ich hasse diese Monsterkarten. Selber habe ich aber auch noch nie mit dem Monster gespielt. Ja, hier diese mit den nördlichen Königreichen. Gut, was gibt es hier noch? Was hier de... Ach, irgendwas. Hm? Nee, von dir will ich nichts. Bist du. So, den hätten wir. An der Stelle würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Hey, Halsabschneider! Bis dahin. Haltet die Ohren steif und tüdelü.